Herzlich willkommen zu Heute schon gelesen. Wieder mit etwas aus unserer Gegend. Heute mit einem Weinviertelbuch und zwar macht sich ein Stein auf die Reise. Das beliebte Spiel im Internet, Storrwars, wo man Steine bemalt, die man dann versteckt und wieder findet, hat sich ja mittlerweile überall durchgesprochen und dazu gibt es jetzt auch ein Buch, das Storrwars Buch. Der Stein Monty macht sich in diesem Buch auf den Weg durch das Weinviertel und erkundet das. Und da gibt es viel zu entdecken. Es ist ein liebevoll gestaltetes Buch von Magdalena Steiner, die sich in diesem Buch zum Ziel gesetzt hat, mit dem Stein einmal das Weinviertel vorzustellen. Und da finden wir jede Menge skurrile, interessante oder wissenswerte Fakten über Ortschaften bei uns im Weinviertel. Durchaus eine Buchreise wert, also schauen Sie mal rein in Montys abenteuerliche Reise durchs Weinviertel, das Storrwars Buch. Dazu auch etwas mit Lokalkolorit. Ernst Lauermann hat wieder ein Buch vorgelegt. Diesmal geht es um die Pyramiden des Weinviertels. Ganz neu und natürlich bei uns erhältlich. Und, das darf ich ja nicht vergessen, ganz wichtig natürlich auch hier für uns in La, die neue Ausgabe, also der dritte Band vom Laer Stadtbuch von Dr. Fürnkranz. Habe ich letztes Mal schon ausführlich vorgestellt, aber ist unbedingt ein Geschenk wert, falls Sie zu Weihnachten etwas brauchen, das gleichzeitig über die Stadtgeschichte aufklärt und interessante Geschichten erzählt, kurzweilig zu lesen ist, dann finden Sie damit genau das Richtige. Mit diesen drei Büchern haben Sie diese Woche sicher ein schönes Leseabenteuer. Bis zum nächsten Mal.